Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Wir haben den letzten Vlog ja quasi geendet, als ich die Ballen aufgeladen habe. Jetzt ist quasi nächster Tag und die hole ich jetzt eben ab, da hatte ich gestern Abend keine Lust mehr zu. Es ist brütenheiß, 28 Grad und ich habe mal kein Heu liegen. Ist eigentlich auch mal ganz angenehm, ne? Hat man mal Zeit, in den Pool zu springen oder zum See zu fahren oder den restlichen Kram mal zu machen. Aber ich muss sagen, so ein bisschen ärgere ich mich jetzt doch, dass ich nicht gemäht habe. Erst sollte für morgen so viel Regen kommen, ich glaube 28 Liter stand da. Jetzt ist runtergefallen auf 1,8. Naja, weiß man ja vorher auch nicht. Dass jetzt heute volle Pulle geregnet, hat man sich auch wieder geärgert. Also man ärgert sich eigentlich immer. Naja, wir haben gestern schon mal den Farmtech-Anhänger wieder hergeholt. Der kann heute oder morgen eigentlich wieder weg. Da sind ja noch die Pellets drauf, beziehungsweise das, was Pellets werden sollte. So sieht das jetzt gerade aus. Ich kann das mal ein bisschen von nahen zeigen. Aber, also es sind ja keine richtigen Pellets geworden, aber das riecht sowas von geil. Noch richtig schön grün innen drin. Oben drauf ist halt von der UV-Strahlung, so wie das bei den Ballen auch, alles ein bisschen braun. Aber hier richtig knackig grün, ne? Und das riecht sowas von geil. Normalerweise habe ich schon gedacht, das wäre eigentlich optimal für so eine Kälber-TMR oder so eine Trocken-TMR. Da könnte man das richtig schön mit einmischen. Wie es jetzt natürlich mit den Pellets da drin ist, weiß ich auch nicht, ob die Kälber das so mit auffressen. Jedenfalls dieses kurze Heu da drin ist ja optimal eigentlich. Mal gucken, ob ich das irgendwie an Mann kriege. Ich kann ja eigentlich im Moment nicht viel mit anfangen. Aufpressen geht nicht und das extra in Tüten und irgendwie verkaufen, weiß ich auch nicht. Ich frage meinen Landwirt da mal, wo ich auch immer melke und den Anhänger jetzt auch her hat, ob er das mal ausprobieren will. Komme ich jetzt hier heile runter. Ob er das für die Kälber haben will oder so probieren will. Genau. Mal gucken und dann will ich das vielleicht nochmal wieder ausprobieren. So, Telefon. Hoppa. So, nächste Ladung ist auch da. Wildes Gespann, aber geht gut. Da habe ich jetzt 20 Ballen drauf. Ich habe das erste Mal jetzt so gestapelt auf der Plattenseite. So kriege ich mir nämlich noch zwei mehr mit. Die hatte ich jetzt gestern mit dem Weidemann aufgeladen und Palettenkabel sage ich schon, mit Ballengabel, also Kneifzange. Das ging eigentlich relativ gut. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder so mache zum Abladen, aber eigentlich ist das mit dem Pika schöner. Da gucke ich gleich mal eben und eigentlich bin ich jetzt gerade mal am Fragen und am Gucken, ob ich einen Frontladertrecker noch kriege. Dann kann der Weidemann nämlich hier bleiben, dann muss er nicht immer hin und her fahren, weil der relativ langsam ist natürlich. Und ein Trecker kann dann auf dem Feld bleiben zum Aufladen oder hier vom Anhänger fahren. Muss ich mal gucken, dass ich die da heute auf jeden Fall wegkriege. Ja, die sollen jetzt da in die Miete, aber das hat da in die Miete. Das hat genau gepasst. Ich habe da jetzt ja schon ein paar von den neuen unterliegen. Die Miete war gerade leer und nächsten Tag habe ich die nächsten da schon wieder reingefahren. Also das hat optimal gepasst. Kein Stillstand gehabt. Musste das Vlies nicht wegräumen. Ja, gerade wie gesagt aufgedeckt und jetzt wieder zu. Ja, tipptopp. So, dann will ich mal abladen. Ich habe mich jetzt eben entschieden, dass ich die Ballen erstmal mit der Ballenzange ablade und dann hier eben neben packe, damit ich schnell wieder loskomme. Damit ich die alle im Helm eben wegkriege und dann kann ich sonst heute Abend ja mit dem Weidemann eben in die Miete stapeln, dann baue ich den Ballenpicker an. Dann brauche ich jetzt nämlich nicht immer umbauen. So ist der Plan. Mal gucken, ob das schneller geht oder nicht. Wenn das doch nicht so gut geht, dann mache ich das nachher doch noch anders. So, ich baue mir die Kamera auf und Action. Kleine Planänderung. Ich glaube, ich packe die doch nicht erst weg, sondern gleich in die Miete. Das geht doch einigermaßen
die damit zu stapeln, wenn man die hinneigt. Und den letzten oben muss ich dann mal eben ja quasi so von der Spitze ausgreifen und dann so dahin packen. Dann geht das so, dann muss ich die doch nicht zweimal anfassen. Dann decke ich hier mal eben auf. So, eben eine Aushilfe gekriegt. Jan ist da von den Agrarprofis. Da fährt man eben eine kleine Tour mit. Ich nehme gleich den Nachbarn, den Trinker von meinem Nachbarn mit, den John Deere zum Aufladen. Dann kann der Weidemann nämlich hier bleiben, dann fährt er nicht ganz so schnell. Dann können wir hier die Mieten mit abladen. Ja, so der Plan. Dann läuft das. Ein paar haben wir ja schon hier. Halbe Miete ist schon voll. Nächste Tour ist da. Wie gesagt, ich fahre jetzt mit dem John Deere eben. Gestern hatte ich noch eine Tour geholt. Aber wenn man also den Anhänger anders belädt, so wie ja, damals als ich den EAC davor hatte, also quasi auf der Kopfseite, dann kriegt man hier schon 20 Stück mit und dann noch 5,7 Tonner dahinter, da kriegst du auch nochmal 12 Stück mit. Also 32 Ballen insgesamt. Also da braucht man sich nicht verstecken, da kann man so mit dem Tieflader mithalten. Ja, aber das hat jetzt gerade gepasst bei dem Stück, da war das dann so jetzt genau leer. Deswegen bin ich jetzt einmal solo gefahren. Ja, lade ich gleich mit dem Weidemann ab, aber vorher muss ich nochmal irgendwo anders hin und zwar einmal da Wickelballen aufladen bei einem anderen Landwirt. Nehme ich den Weidemann natürlich mit. Geht 1-1 mit dem Ding. Hat auch erst 552,7 Stunden hat er gerade. Also noch fast taufrisch. Ja, genau, das mache ich jetzt mal eben und dann melde ich mich sonst gleich nochmal. Und wir machen nochmal eben schnell einen kurzen Abstecher zu den Kartoffeln. So sieht's aus. Sind fast vor Reihenschluss, würde ich sagen. Einmal will ich eigentlich jetzt noch häufeln. Hier kommt so ein bisschen Kraut jetzt in die Wege. Einmal will ich in die Wege hacken und dann einmal anhäufeln. Dann sollte das ja auf jeden Fall weg sein. Aber so sehen sie eigentlich noch relativ gesund aus. Käfer hatte ich glaube vor 4 Wochen hatte ich 3 Stück gefunden oder so. Und jetzt sind zum Glück gar keine mehr da. Eben hatte ich eine Pflanze gesehen, wo so ein paar Eier unter waren. Die habe ich natürlich gleich entfernt. Aber ansonsten sehen sie noch relativ gesund aus. Eine Pflanze hatte ich irgendwo gesehen, die so leicht braun wurde. Ich wusste nicht genau, ob das Krautfäule wird, das muss ich nochmal nachfragen. Ansonsten müssen wir da ja auch ein bisschen nachspritzen. Nach da hinten hin, da steht ein bisschen mehr Quäke. Ich gucke da gleich mal eben mit dem Weidemann hin. Ich fahre auf andere Seite mal eben, wie schlimm das da ist. Da wollten wir sonst entweder mit der Handspritze mal eben in die Wege spritzen oder ob man das noch mit Hacken wegkriegt, das müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten, die ersten fangen da hinten schon an zu blühen und die sollten dann auch bald kommen. Hier kommen ja schon die Knospen von der Blüte. Und die Frühkartoffeln, da hatten wir, ich glaube, letzte Woche mal ein paar so mit der Hand rausgemacht. Die braucht noch ein ganz, ganz bisschen, aber ich denke mal, dass diese Woche die ersten dann schon rauskommen. Und dann geht das da nämlich auch mit los. Ja, das sind ja die Frühkartoffeln. So sehen sie aus. Hier, die haben so ein bisschen. Das kann aber schon fast weiß ich, ein bisschen Nährstoffmangel sein oder Hitze vielleicht auch. Ich weiß es nicht genau. Naja, auf jeden Fall da die ersten Frühkartoffeln. Kommen jetzt demnächst raus. Oh, ist aber ein Wetter. Läuft hier so vom Kopf die Suppe, ey. Achso, hier. Gute Nachricht. Getreideernte geht bald los. Schlechte Nachricht. Getreideernte geht bald los. Der Drescher ist noch nicht ganz so weit. Den wollten wir eigentlich Sonntag mal eben beigucken. Einmal durchschmieren, ein paar Kleinigkeiten und dann sollte der eigentlich einsatzbereit sein. Alle Ackerwände, die sind mal scheiße. Ja. Ja, die Frühkartoffel muss ich mal gucken, wie ich die rausmache. Mit der Hand oder am liebsten wäre mit dem Roder, aber mit meinem großen will ich hier nicht rein. Der beschädigt die Schale immer zu viel bei den Frühkartoffeln. Die ist ja noch ganz, also sind noch nicht schalenfest. Mal gucken, ob ich mir irgendwie einen Vorratsroder besorgen kann oder irgendwie sowas. Das wäre immer am schönsten. Gucken wir mal. So, kann ich hier gerade noch so ein bisschen buddeln? Vielleicht sieht man ja ein paar. Hier, siehst du. So sehen sie aus. Das kann sich doch schon sehen lassen. Die lassen wir erstmal noch schön drin. Die roden wir dann mit raus. Vorletzte Tour. Bald geschafft. So, sieht man das ganze Gespann mal. Also was ich eben mit den 32 Ballen meinte, ist mal, wenn man die alle so legt. Also da eine Schicht und da und auf den Anhänger genauso, dann kriegst du 32 Stück mit. So, eben kam natürlich noch eben ein Schauer runter, aber da lagen die nur auf dem Feld. Sonst, wenn die so liegen, die Ballen, dass du oben reinrichten, dann kannst du es eigentlich schon fast vergessen. So kann man jetzt aber auch sehen, dass sie schon, ja, natürlich da, wo die gestanden haben, jetzt einen kleinen dunklen Rand haben, leider. Das kam natürlich von einmal Regen, dann kriegen die sowas, aber naja, die trocknen eigentlich, trocknen die da eigentlich in der Mitte noch relativ gut ab.
sonst so vom Heu, da geht halt nicht viel rein, ne? Oh, guck mal hier, die Fläche ist schon wieder trocken hier vom Regen. So ein bisschen vom Fahrradwind. Das ist halt erst der erste Millimeter hier, danach ist wieder alles okay. Das ist halt der Vorteil, wie schon so oft gesagt, an Rundballen. Ich wollte auch ein paar Quaderballen erst noch machen, mal gut, dass ich es nicht gemacht habe. Kommt aber auf jeden Fall noch. Ein Kunde wollte dieses Jahr gerne Quaderballen haben, also wollte ich mich da dieses Jahr eigentlich auch einmal rantasten. Achso, ich hätte eigentlich onbleiben können, ich muss die Quarter machen. Quaderballen ist sowieso ja ein bisschen schwieriger, das muss dann natürlich 100% trocken sein, die Lagerung muss alles stimmen. Ja, da gucken wir mal, wie das wird. Aber wenn man nicht anfängt damit, dann kann man auch nicht mitreden, wie das funktioniert. Also muss man mal gemacht haben, glaube ich. So, auf ein neues. Ich mache gerade so ein bisschen Flächenkontrollfahrt, welche Fläche ich als nächstes mähen will. Und da sieht man das, ne? Ich meine, muss das sein? Ein blauer Sack und dann noch in den Graben geschmissen. Wenn man den schon so entsorgt, dann doch mindestens irgendwie hier mal im Busch oder so, ne? Dass ein anderer den zumindest wegschmeißen kann. Und das Allerschlimmste ist eigentlich, da hinten ist die Müllverbrennungsanlage. Da kann man sowas für, weiß nicht, ein paar Euro hingeben, ne? Muss man das in der Natur schmeißen? Ich weiß nicht, jetzt, ja, da komme ich natürlich jetzt nicht ran, sonst hätte ich ihn mitgenommen, aber... Ich weiß nicht, was das soll. Manche Leute, vor allen Dingen da hinten steht ein Rasenmäher, hier steht irgendwo noch ein Bürostuhl. Ich verstehe das nicht, ey. Naja. So, hier nochmal eine kleine, ganz exklusive Maschine, die es nicht alle Tage zu sehen gibt. Und zwar so ein Dreirad. Das wird hier eingesetzt zum Grabenräumen und so. Hier vorne ist so ein Doppelmesser Mähwerk dran, damit wird das gleich abgeschnitten an den Gräben. Und hinten läuft so ein mehr oder weniger Bandschwader. Und kehrt das aus dem Graben gleich raus. Der ist hier anscheinend zwischengeparkt gerade. Ja, wie gesagt, sieht man auch nicht alle Tage. Ist ein Dreirad. Sieht so aus, ja, als wenn man die Achse hier noch verschieben kann, hoch und runter, je nachdem wie der Winkel vom Graben ist. Hat anscheinend auch schon ein paar Kilometer gemacht, so wie der Reifen aussieht. Ja, das wollte ich nur mal eben so nebenbei zeigen. Da können die auch noch mal los. Oh, einfach aufgebaut normalerweise. Auch nochmal ein Thumbnail wert eigentlich, ne? Jo, mal eben ein bisschen was Neues aus der Kartoffelabteilung. Frühkartoffeln holen wir jetzt gerade raus. Also unsere eigenen Glorietta, die gehen schon eigentlich. Hier sind so ein paar kleine jetzt mit bei, aber die werden langsam. Also haben schöne Größe. Ich kann mal eben gucken, auf dem Handy habe ich glaube ich ein Foto. Die können ruhig noch eine Woche sitzen bleiben. Wir fangen jetzt so langsam an, die ersten mit rauszuholen. Vom Geschmack sind die auch nicht gut. Gestern haben wir ein paar davon gegessen. Die sind echt 1A. So, wo habe ich das Bild jetzt? War das nach dem Pelletieren? Ja, muss ja. Da. Siehst du, also sind die grob. Die meisten sogar noch ein bisschen größer. Ja. Wie gesagt, schmecken ganz gut. Nur, weil ich langsam keinen Bock mehr drauf habe, ist das Bezahlen. So, guck, hier fehlt jetzt wieder 5 Kilo. Normalerweise 8,50 Euro müssen drin sein. Ich weiß, Frühkartoffeln sind halt relativ teuer. Das ist so. Wobei ich noch nicht mal den teuersten Preis habe. Manche sind schon bei 10 Euro für 10 Kilo. Ja, von daher relativ günstig noch. Oder mehr oder weniger günstig. Bei mir ist halt viel Arbeit. Ich fahre jeden Tag im Moment zum Feld, hole die frisch raus, weil sich die halt nicht so lange halten, weil die noch nicht schalenfest sind. Absortieren, dann hier absacken, ne? Und dann, jetzt waren statt 8,50 Euro waren 2,60 Euro drin, eben das, was mit noch ein bisschen im Klingelbeutel, da hatte ich eben reingeschmissen, und das war gestern auch schon, also das muss ja irgendwie schon Masche sein hier, und ich glaube vor 3 Tagen haben wir die Kasse aufgebrochen, also
hat man langsam keine Lust mehr zu, muss ich sagen. Jetzt hast du mal eine schöne Kartoffelernte und die Kartoffeln sehen wirklich gut aus. Moment, wir fahren auch sonst nachher nochmal eben hin. Ich muss ja sowieso noch Kartoffeln jetzt nachher wieder rausholen. Aber, weiß nicht, da kriegt man noch langsam, weiß nicht, zu viel mit. Das macht doch keinen Spaß mehr, ne? Macht man sich Arbeit, will schöne Kartoffeln haben und dann wird einem das auch irgendwie nicht gegönnt und nicht entlohnt. Weiß ich auch nicht. Dann ist auch klar, ne, dass viele wieder so einen kleinen Laden zumachen und Selbstbedienung abschaffen, wenn man dann nicht mehr so ehrlich ist und dann eine Kasse aufbricht für 5 Euro oder so oder 4 Euro zu wenig reinschmeißt. Ja, naja. Sind nicht die meisten, die das nicht machen, aber es gibt halt immer schwarze Schafe und die ziehen einen halt immer runter, das ist so. Naja, ich will jetzt erst eben schnell noch mit dem Weidemann los, bisschen von dem Mist wegbringen. Gestern hatte ich hier noch den Heuhaufen weggebracht, der hier vom Umpressen noch war. Und dann kann der Weidemann heute leider wieder weg, wahrscheinlich. Rufe ich nachher eben an bei Mertens, dass sie den abholen können. Dann müssen wir mal gucken, was wir mit dem 611er machen. Da war ich gestern hin. Ich kriege die Leitung, glaube ich, nicht alleine ausgebaut. Den muss ich dann doch eben wegbringen. Aber das ist dann sein Weg geht. Hier steht der Gute. Wie gesagt, wird heute oder morgen wahrscheinlich leider abgeholt. Aber allein nochmal richtig Respekt an Firma Mertens. Ich hätte da, ich glaube, letzte Woche Montag angerufen, dass ich einen Weidemann leihen möchte. Und nächsten Tag, Dienstag, Mittag stand er schon auf dem Hof. Na, das ging sowas von flott und unkompliziert. Eben gesagt, was ich da an Anbaugeräten brauche. Ich habe gesagt, Euroaufnahme, deswegen ist da ja ein Adapter drin, weil das die normale Weidemann-Aufnahme ist. Und dann den Adapter quasi drauf. Der Schaufel ist ja meine. Und einen Ballen-Pieker wollte ich gerne haben. Ja, so eben mitgeliefert, unkompliziert. Und dann war er sofort da. Ja, und wenn ich den jetzt wieder loswerden will, dann rufe ich auch wieder eben an. Und dann kommt einer und holt den ab, ne? Also passt rein. Ich tanke den dann eben voll, wasche ihn einmal über, dass es wieder sauber ist und dann ist gut. Also, so einfach kann es laufen. Ist jetzt übrigens ein 1380, falls ich das noch gar nicht gezeigt habe. Ich glaube, von außen habe ich den nur einmal kurz im Video gezeigt, ne? Aber schönes Ding, auch mit der Schaufel, da kann man ein bisschen was mit bewegen, das macht schon Spaß. So, hier eben Licht wieder aus und dann wollen wir mal eben eine kleine Runde drehen. Aber ich freue mich echt schon, wenn meiner da ist, ne? Kann ich nicht anders sagen. Also, solange ich den Weidemann habe, will ich hier nochmal eben einmal abschieben. Hier ist nämlich so ein kleiner Hügel gewesen. Hier unter ist ja ein normaler Schotter noch, dass einmal wieder richtig fest wird und einigermaßen aussieht. Das kann ich mit dem natürlich immer am schönsten machen mit der Schaufel. Das funktioniert ganz gut. Und da hinten ist so ein Loch, da schiebe ich das so ein bisschen rein, dass das wieder eben ist. Da steht nämlich sonst immer Wasser. Klar, nur mit Erde ist nicht das Schönste, aber das kommt sowieso ja irgendwann nochmal ganz ausgekoffert hier zum Pflastern.
herrlich, so ein Ding, ey. Hier unter ist nämlich noch betoniert, deswegen ich bin am überlegen, ob ich hier so ein bisschen die Mistplatte als Ausweichhaufen machen. Anstatt da, dann kann man da nämlich nochmal ein paar Gitterboxen so hinstellen vielleicht. Mal gucken, oder ob das alles früher oder später kommt, die ganze Platte hier sowieso weg. Eine kleine Seite ist hier leider rausgebrochen, als wir die Mauer weggestimmt haben. Aber mal gucken, das zieht vielleicht noch ein bisschen nach hinten und dann reicht das auch. Das soll ja nicht zu viel Witz werden. Nur mal eben, dass es einigermaßen wieder aussieht. Die paar Backsteine, die hier unterlegen, die können auch mal eben gleich wieder weg. Ja, und dann sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Noch nicht so, wie man es haben will, aber naja, nach und nach. Ich bin gerade im Mähdrescher shoppen und da sehe ich gerade den Kartoffelleger und der war ja oder ist ja zu verkaufen. Es hatten sich auch schon ein paar per Mail gemeldet mit ein paar Angeboten. Ich hatte bei vielen oder waren manche noch gar nicht zurückgeschrieben und ich hatte, glaube ich, letztes und vorletzten Video schon erwähnt, unsere ganzen Posteingänge wurden gelöscht oder sind gelöscht leider. Also wenn ihr Interesse an dem Leger hattet und mir auch schon mal geschrieben hattet, schreibt gerne bitte noch eine Mail, das ist nicht böse gemeint, dass ich nicht geantwortet habe, aber die Mails waren leider alle weg. Also falls ihr den gerne haben möchtet, ja, schreibt gerne noch eine E-Mail mit Preisvorstellung und dann kriegen wir das hin. So, also ich muss sagen, ich habe jetzt leider die Faxen dicke mit den Kartoffeln. Ist derselbe Tag noch wie vorhin, als sie das gesagt hat, dass da zu wenig Geld drin war. Jetzt nächster Sack raus für 4,50 Euro. Und es waren ganze 30 Cent drin. Also das macht doch keinen Spaß, ich verstehe das nicht. Ist ja eigentlich schon schlimm genug. Wir haben jetzt eine neue Kasse da angebaut, die ist jetzt richtig mit dem Haus verspackt und so. Also wenn du die mitnehmen willst, dann musst du schon Kettensäge haben und alles raustrennen. Das ist ja eigentlich schon armselig genug, dass man das machen muss. Und ja, die olle Kamera da, ich weiß auch nicht, die fliegt jetzt als nächstes raus. Die hat 23 Aufnahmen gemacht, aber leider keine davon, wo der oder die Täterin drauf war, die hier zu wenig reingeschmissen hat. Ich verstehe es nicht. Jedes Mal, wenn Audio vorbei fährt, nimmt die auf, aber wenn hier einer im Haus ist, dann nicht. Ich kann sie zur Not nochmal dahin hängen, aber wir investieren jetzt auf jeden Fall in ein anderes Kamerasystem. Ja, lohnt tut sich eigentlich nicht, aber da sehe ich nicht ein, dass wir welche Kartoffeln mehr oder weniger umsonst mitnehmen. Ja, ich verstehe es nicht. Kartoffeln sind jetzt wieder alle, ich darf jetzt normalerweise zum Feld fahren und wieder welche holen, aber ich muss sagen, ich habe da jetzt keine Intention, oder wie sagt man dazu, das jetzt zu machen. Und da gibt es jetzt halt ein paar Tage leider keine Kartoffeln. Tut mir leid für die, die sonst hier mal holen und auch wirklich bezahlen, aber das sehe ich nicht ein, dafür irgendwelche Idioten, wenn man das so sagen kann, Kartoffeln reinzustellen und die sich die einfach so rausnehmen. Da habe ich keine Lust zu. Naja, so. Weidemann wird nachher oder morgen leider wieder abgeholt. Oder hatte ich das schon gesagt? Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Deswegen hatte ich den jetzt wieder abbestellt. Oder ja, angerufen, dass sie ihn abholen können. So, zurück zu positiven Nachrichten. Wir haben das Dach hier gerade ein bisschen sauber gemacht, da war ja so viel Moos drauf, haben mit dem Hochdruckreiniger einmal richtig abgespült. Kleinen Teil ist noch nach, wir machen jetzt erst eine kurze Pause. Ja, dann sieht das schon mal anders aus und fürs Dach ist es auch nicht schlecht, wenn der Kram da runterkommt. So, nächster Tag. Stimmung ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser. wir sind bei den Kartoffeln. Ne? So, und du bist das. Und zwar will ich gleich mal eben mit Nebenöl spritzen, weil da ein paar Kartoffelkäfer drauf sind bei den Frühkartoffeln, die ersten zwei Reihen. Wir können hier nochmal eben durchgucken. Die sehen so immer noch relativ gut aus, aber man kann zum Beispiel hier sehen, das ist eine andere Sorte als das, die ist echt ein ganz Stück höher. Das ist Belan und das ist Red Fantasy. Das ist echt witzig, wie man die Sortenunterschiede sieht. Und da hinten, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera auch so sieht, da ist dann wieder Glorietta, die sieht auch nochmal wieder anders aus. Aber ansonsten, so sehen die eigentlich echt noch relativ gesund aus, fangen jetzt langsam an in der Blüte zu kommen. Das ist kein Käfer. Hier habe ich bis jetzt auch nur irgendwie ein bis zwei Käfer drauf gefunden, also noch alles okay. Oder hinten, da sind ein paar mehr, da gucken wir gleich mal eben hin. Deswegen will ich die rein, die bisschen doller betroffen sind, mit Nebenöl einmal spritzen. Das ist ein biologisches Mittel. Mal gucken, ob das hilft und wenn das sich echt ausbreitet, mehr über die ganze Fläche, dann auf jeden Fall einmal chemisch behandeln. Ich weiß gar nicht, was man da spritzt. Karat oder so, auf jeden Fall ein Insektizid.
Bis jetzt haben wir noch gar keine Behandlung hier gemacht. Wir wollten eigentlich gegen Kraut spritzen, haben wir jetzt aber nicht gemacht. Ich denke mal, dass ich hier noch einmal durchhacke hier in den Fahrspuren. Da kommt ein bisschen Kraut raus. Da hacke ich, glaube ich, noch einmal. Aber so auf dem Damm sehen die eigentlich relativ gut aus. Ich weiß auch nicht, ob ich noch einmal häufel. Eigentlich sind sie mir, zumindest die, schon fast zu groß. Die würden vielleicht noch einmal gehen. Ha, muss ich auch nicht. Muss ich noch mal gucken, weiß ich auch noch nicht. Wie gesagt, aber hier sehe ich bis jetzt so keine Käfer. Ich gucke gleich noch ein bisschen genauer. Wir können mal eben zu den Frühkartoffeln rüber gucken. Dann kann ich auch mehr oder weniger mal eben die Auswertung von den Fliesen geben. Wir hatten hier einmal dieses dickere Top-Tex-Vlies, was dahin liegt, das zeige ich gleich nochmal eben sonst. Oder das ist jetzt runtergekommen, dieses dünnere Verfrühungsvlies. Wir haben hier schon mal ein paar rausgemacht für Frühkartoffeln. Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, vom Laub her ist keine bis nicht viel zu sehen, wo welches Vlies drauf war. Die sind vielleicht einen ganzen Ticken kleiner, das kann aber, wovon ich ausgehe, sein, weil das hier immer ein bisschen schwerer, der Boden ist ein bisschen feuchter und nach dahin wird sandiger, deswegen sind die da wahrscheinlich größer. Und auch die Kartoffeln waren hier ein kleines Stück kleiner, wo das dickere Vlies drauf lag. Ich glaube aber auch, dass das an der Erwärmung lag, warum die ein bisschen größer und schneller gewachsen sind. Kann natürlich auch andersrum sein, dass es doch vom Vlies kommt, aber ich glaube eher nicht. So, aber hier sieht man schon, die sind angefressen, also hier sind auf jeden Fall Käfer drauf. Die haben sich jetzt anscheinend natürlich alle verkrümelt, wenn man die gerade mal suchen will. Ich wollte eigentlich heute Morgen schon ganz früh hin, wenn der Tau noch so ein bisschen drauf ist. Dann sind die Käfer eigentlich am aktivsten, jetzt kommt die Sonne ja schon langsam hoch. Ist eigentlich nicht so schön, aber oh, der Weidemann wurde eben hier abgeholt, da musste ich noch eben mit hin, deswegen hat das nicht geklappt heute Morgen. Ja, aber jetzt sehe ich echt keine Käfer, das ist echt verrückt. War ich dann letztes Mal hier vorgestern oder so, da waren überall so kleine rote Larven auf jeden Fall. Und mit Nebenöl kriegt man die Larven ja eigentlich, nur die richtigen fertigen Käfer, die kriegst du eigentlich mit dem Nebenöl nicht mehr kaputt. Aber die Larven sind eigentlich auch die, die die Blätter kaputt fressen. Die großen Kartoffelkäfer, so wie ich das gelesen habe, die machen eigentlich gar nicht mehr so viel. Aber ich spritze auf jeden Fall trotzdem einmal mit Nebenöl rüber. Die habe ich jetzt in der Buckelspritze, das sind ja nur die 2 bis 3 Reihen. Die laufe ich eben einmal hoch. Das sollte ja zu machen sein. Aber echt witzig, dass ich jetzt keine Käfer finde, ne? Verrückt. Naja, ich spritze auf jeden Fall trotzdem einmal rüber. Kann ja nicht schaden. Ja. Aber auch die haben so ein bisschen Verfärbung an den Blättern. Ich weiß nicht, entweder kommt das von der Trockenheit oder ist das schon irgendwie Krankheit. Das weiß ich jetzt nicht. Alternaria oder so vielleicht. Muss ich mich nochmal informieren. Ja. Aber ansonsten bin ich bis jetzt auf jeden Fall zufrieden. Wir können ja mal eben so ein bisschen buddeln. Oder warte, ich habe noch auf dem Handy ein Foto wieder. Das hatte ich letztes Mal gemacht, wo die Kartoffeln da schön dranhängen. Bis jetzt haben wir auf jeden Fall schon mehr Ausbeute als letztes von den Kartoffeln. Jetzt haben wir zumindest ja schon ein paar geerntet. So sieht es nämlich gerade aus, wenn man so eine Pflanze da rausholt, sieht man das. So, also da hängen auf jeden Fall ein paar dran. Das ist schön. Ja, so, ich fange mal ein bisschen an zu spritzen und dann melde ich mich gleich nochmal. Ah, siehst du, so jetzt im Vorbeigehen. Hier ist eine Pflanze, wo ein paar drauf sind. Also das sind ja diese Larven, die sehen auch nicht so aus wie die richtigen Käfer, sondern wie gesagt halt klein. Und wenn man da drauf drückt, sind sie auch richtig weich. Die anderen haben schon einen richtig harten Panzer, diese ausgewachsenen. Und die kriegt man mit dem Nebenöl eigentlich kaputt. Hier sitzen 2 auf der Pflanze und wo war es denn? Irgendwo waren hier noch eben 1, 2. Da fängt's an. Die Pflanze ist ziemlich doll, sehe ich gerade. Hier, da geht's los. Und die fressen wie Sau, diese kleinen Scheiße. So, nochmal ein bisschen Werkstatt-Content und zwar beim kleinen Fendt. Da hatte ich gesehen, dass bei dem einen Unterlenker auf einmal eine Kugel hier raus war. Da wurde hier eine, ja, wie soll ich das sagen, an der Achse hängt der ja nicht ganz, aber an der Halterung hier. Da ist die ganz raus, da gehört ja normalerweise auch so eine Kugel ran wie da, dass sie da hin und her pendeln kann. Die ist irgendwie ganz rausgeflutscht, weiß ich auch nicht warum. Ja, den Unterlenker habe ich jetzt ausgebaut. Den bringe ich gleich weg, dass sie hier eine neue Kugel reinpressen können. Alleine schaffe ich das leider nicht. Ich hatte eben noch geguckt, ob ich sowas liegen habe, aber leider nicht. Ein bisschen hatte ich auch ausgelutscht leider. Ich hoffe, das macht aber nichts. Ansonsten sieht der eigentlich ganz gut aus. Noch keine Riefen, also zu lang kann da eigentlich noch nicht raus sein. Und ich habe gesehen, das ist mir auch nur aufgefallen, weil der hier raus war, dass hier 2 Schrauben fehlen. Eine ist da hinten noch drin. Sieht man das?
wenn die auch raus wäre, dann wäre der ganze Halter hier rausgefallen. Weiß ich auch nicht, wie das kommt, dass nach 60 Jahren die Schrauben hier rausfallen. Keine Ahnung. Aber zum Glück rechtzeitig gemerkt, zwei Schrauben, die kriegt man ja nach, die kann man eben wieder reinsetzen. Ja. Außerdem für den 611er, der steht im Moment auf dem Feld wegen der Hydraulikleitung, die da kaputt gegangen ist. Da fährt heute eine Firma hin und baut das hoffentlich aus und fertigt eine neue an. Mal gucken, die wollten sich melden, wenn die da sind. Ja, und gleich will ich noch eben ein paar Kartoffeln wieder rausmachen, nützt ja nichts. Ganz ohne Frühkartoffeln ist ja doch irgendwie blöde. Aber ich kann zwar immer noch wieder sagen, ne, den Schlagschrauber, ich bin da so froh drum, dass ich den gekauft habe. Diese Kette war hier nämlich fest und die Schraube war wahrscheinlich auch noch nie lose, also auf der Seite quasi. Ich wollte das erst eben mit der Knarre machen. Ich meine, den haben wir jetzt auch ganz neu, den Knarrenkasten. Von Stier ist der. Also die sind schon relativ massiv, aber hast du per Hand nicht losgekriegt und dann habe ich den eben genommen und kein Problem, ne? Bisschen gerödelt und war sie lose. Ja. So, den Eumel haben wir schon mal wieder hier. Das ging ja recht flott. Also das hintere Teil, da fehlt hier eigentlich nur, ja, hab ich ja gezeigt, diese Kugel drin. Die hatten sie leider nicht da. Den nur so ein ganzes Stück zum Anschweißen, aber das ging ja auch, habe ich gesagt. Ja, haben sie hier abgetrennt und einen neuen dran geschweißt. Das ist jetzt aber so eine Kugel mit zwei Größen, halt Cut 1 und wenn man so dreht, Cut 2. Aber das war mir eigentlich relativ egal, ich brauche ja nur die Kugel. Ja, halten wir das, denke ich auch. Deswegen habe ich das jetzt genommen, dann hatte ich das zumindest schnell wieder fertig. Ja, den baue ich da jetzt eben wieder ran. Und dann, achso, die drei Schrauben muss ich dann auch eben wieder anziehen. Und dann ist er wieder einsatzbereit. Das wäre zumindest mal kurz und schmerzlos. Endlich mal was. Ich bin sowieso am Überlegen, ob man vielleicht überall entweder so welche ranmacht mit Cut 1 und 2. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich, zum Drehen. Oder irgendwann vielleicht doch nochmal die Seiten richtig abschneiden und Fanghaken nachrüstet. Ich weiß auch nicht. Ganz oft baue ich hier ja eigentlich nicht hin und her. Und bis jetzt ging das ja auch immer mit den Kugeln, aber ja. Mal gucken. Mit Fanghaken ist immer schöner, aber. Wird sich zeigen, ob ich das noch brauche. Erstmal bleibt es auf jeden Fall so. Ja. Das Einzige, was ich nochmal gucken muss, was ich vielleicht nochmal anders machen will, ist hier die Seitenstreben. Die hat Opa irgendwie mal festgeschweißt. Warum? Keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall Schweißpunkte drauf. Die kann man leider nicht mehr drehen. Auf beiden Seiten. Das ist manchmal ein bisschen blöde, wenn man eigentlich noch ein bisschen weiter zur Seite muss fürs Anbaugerät anbauen. Das ist immer blöd, dass man nicht kurbeln kann, ob man die nochmal irgendwie neu macht. Muss ich mal gucken. Aber erstmal kommt der da wieder ran, dass der einsatzbereit ist. So, ist jetzt gerade mal eben hier die Schaufel um. Mit dem Weidemann habe ich das nicht mehr geschafft, deswegen einen kleinen Fendt. Aber hätte auch was, so der Anblick. Macht was her. Und dann nehmen wir nämlich gerade jetzt weiter sauber. Und zwar die Tür kehren wir mal eben ab. Ja, mit dem Motorreiniger Kircher ist es ja nicht. dass die einigermaßen gleich aussehen und die werden dann noch in der gleichen Farbe wieder gestrichen, dass das hier ein bisschen vorangeht. Das ist jetzt ja sauber. Dann sieht das auch schon mal wieder anders aus. Also hier mit dem Weidemann hatte ich übrigens noch so eine kleine Rampe jetzt erstmal gebaut. Hier war ja immer so eine Kante. Die ist jetzt weg. Jetzt knackt der Balken auch nicht mehr durch, wenn man hier mit dem Frontlader reinfährt, dass der hochschlägt. Das ist Geschichte schon mal. Bisschen provisorisch erst, bis das gepflastert wird, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann ich zum Pflastern komme. Aber so ist es erstmal schöner. So, die Schaufel stelle ich da jetzt erstmal eben hin und dann werden gleich noch Rundballen abgeholt aus dem letzten Jahr. Deswegen habe ich den Fan eigentlich in Gang. Achso, auch noch nicht gezeigt, hier ist wieder alles zusammen. Also alles wieder hübsch. Es wird langsam Abend. Ich hatte jetzt nochmal eben ein bisschen was fertig gemacht für morgen oder übermorgen. Den kleinen Fan eben getankt und den Autoanhänger dahinter. Da sind nämlich so ein paar Sachen drauf, die ich für den nächsten Tag gebraucht habe bei den Kartoffeln. Ja, die Grubber, sag ich mal, zum Wege durchgrubbern, dass das Kraut auch ein bisschen weggeht. Die habe ich damit drauf geschmissen, die fahre ich dann dahin, dass das Kraut aus dem Wege ein bisschen rauskommt. Ich hatte für morgen jetzt ein Mähwerk bestellt als Vorführung, da dürft ihr schon mal gespannt drauf sein im nächsten Vlog. Ich bin mir aber jetzt unsicher, ob ich echt mähen will. Ich hatte das schon letzte Woche, glaube ich, einmal verschoben. Und jetzt ist für morgen 13 Liter Regen angesagt. Regen hatten die sowieso angesagt, eigentlich nur bis Mittag. Und dann wollte ich um 12 so ungefähr anfangen mit Mähen. Jetzt sagen sie auf einmal 18 Liter den ganzen Tag durch. Das ist natürlich auch unschön. Gut, nächsten Tag trocken, dann wieder 3 Liter zu 60%, 1 Liter zu 60% und dann 0,3 Liter zu 40%. Optimales Heuwetter ist es nicht. Ich mache mir gleich nochmal eben Gedanken, ob ich das nicht alles wieder abbestelle. Oder ob ich vielleicht die Binsenflächen abmähe. Das ist dann ja egal. Wenn das nichts wäre, das kommt dann sowieso wahrscheinlich auf den Mist, habe ich gedacht. Oder auf den Miststreuer und gleich wieder auf die Fläche verteilen, dass die Binsen wieder einmal ab sind.
Und dann, wenn das Heuwetter stimmt, nochmal wieder den Vorführer her. Ja, muss ich mal gucken. Das muss ich heute Abend spontan nochmal eben sehen. Hatte ich sonst noch irgendwas? Nee, Pressen habe ich jetzt eben alle noch unter Dach gefahren, weil es jetzt heute Abend ja oder heute Nacht regnen soll. Ja, siehst du, war mal ein Vlog mit wenig Treckerfahren, aber mir finde ich ganz gut getan. Also siehst du, noch eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar der 611er läuft auch wieder, der steht noch im Feld, den hole ich morgen früh gleich ab. Da war eine Hydraulikleitung ja gerissen, oder ja, gerissen kann man sagen. Und zwar von der Lenkung, da war, ich zeige das im nächsten Vlog auch nochmal, eine Halterung ist da und da war die Schraube lose und die hat immer so ein ganz bisschen Spiel gehabt und dadurch hat die auf Dauer die Leitung durchgescheuert und dann war da ein kleiner Riss oder kleines Löchlein und dann war sie durch. Ist jetzt eine ganz neue Leitung reingekommen, also wieder alles tipptopp, jetzt kann der da auch wieder weg. Ja, das war das. Wie gesagt, diesmal nicht ganz so viel Trecker gefahren, aber fand ich jetzt mal ganz angenehm, muss ich sagen. Ich muss nicht jeden Tag mehr auf dem Trecker sitzen. Früher habe ich mich gefreut, wenn ich Trecker fahren darf. Heute bin ich mal froh, wenn ich mal eine halbe Woche nicht auf dem Bock sitze. Naja, so, ich mache jetzt Schluss. Ich schneide den Vlog nochmal eben schnell zusammen. Und dann gucken wir mal, wie es morgen weitergeht, beziehungsweise im nächsten Vlog, ob gemäht wird oder nicht. Da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Also bis dahin, seht zu, danke fürs Zusehen, guckt gerne nochmal im Shop vorbei und dann sehen wir uns frisch und munter im nächsten Vlog. Ciao.